können wir uns viel mehr Zeit auch für die Betreuung nehmen. Und alles andere, was in der Vergangenheit sehr viel Zeit gekostet hat, also alles, was auf Papier stattgefunden hat. Früher war es ja so gewesen, du hast ein Abo auf Papier gemacht, das wurde eingescannt, per Fax in die Verwaltung geschickt. Dann hat ein Mensch am nächsten Tag diesen Fax genommen und hat den manuell händisch in die Software eingetragen. So, und dadurch sind in einem Vertrag bis zu 5 Fehler passiert. Was bedeutet das? Eine Falschabbuchung, der Kunde ist unzufrieden. Und das alles haben wir komplett beseitigen können. Das heißt, da können keine Fehler passieren, weil der Kunde das selber automatisch von zu Hause aus machen kann. Und deswegen können wir viel mehr Zeit für die Betreuung des Kunden nehmen. Und in der Zukunft wird sich auch die Arbeit eines Mitarbeiters und auch das Training eines Kunden also noch stärker digitalisieren lassen, was nur positiv ist, weil du dadurch halt, wie gesagt, viel mehr diesen Verwaltungsaufwand aus dem Club rausnehmen kannst und der Trainer das machen kann, wofür er angetreten ist, und zwar den Kunden zu betreuen. Und ich denke mal, wenn wir jetzt ja so ein paar Jahre nach vorne spulen, dann werden wir irgendwann auch bei 80, 90 und ich denke mal in 5 Jahren sogar bei 100% Anmeldequote online sein, was super ist. Was man dazu auch betonen sollte, ist, es spart ja auch Geld, wovon ja auch der Kunde profitiert am Ende. Dass das Abo halt auch nicht irgendwann mal, weiß nicht, über 60, 70 Euro kostet. Ja, also das ist so das Positive, was wir jetzt schon verspüren und was in Zukunft noch viel mehr wird. Was auch die Trainingsbetreuung betrifft, auch da sind wir gerade auch an dem System am Arbeiten, dass du halt gewisse digitale Kurse anbieten kannst für die Kunden. Also Kurse meine ich nicht, dass es irgendwelche Aerobic-Kurse sind, sondern zum Beispiel, es gibt dann Programme wie Ernährung für Anfänger, dass man dadurch Tipps geben kann. Ne, weil bevor das ein Trainer am Tag 27 Mal erklärt, kann man das Ganze schön auf dem Video aufnehmen und der Kunde kann sich das Ganze von zu Hause anschauen. Also es wird in der Branche noch viel mehr digitalisiert, aber zum Vorteil des Kunden. Ja, ja, sehr guter und wichtiger Punkt. No, und ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, was hatten wir damals, so 20 Clubs, hatten gefühlt 5 Mädels in der Mitgliederverwaltung. Und jeden Abend kam dann, hat das Faxgerät geglüht. Aber das war mal ein geiles Gefühl, ne? Das war ein geiles Gefühl. Überleg mal, Fax. Die kamen dann in der Verwaltung an, wie Victor schon gesagt hat, wir mussten die alle eingeben. Ne? Und dann irgendwann Ende des Monats kam dann ein Pendelordner mit den originalen Abos. Und wenn da irgendwo ein Fehler drin war, das war ganz, ganz schwer, den wieder auszumerzen. Im Moment ist das so, aus den 5 Mädels wohnen irgendwann mal 7 oder 8. Und durch die Digitalisierung, durch auch eine neue Software, ist das im Moment eine Person. Ja. Und die Kundenzufriedenheit ist auch wesentlich nach oben gegangen. Das ist ein positiver Part. Vielleicht aus meiner Sichtweise, was ist so der neue Trend und das Positive jetzt schon und auch das Positive, worauf ich mich richtig auf die Zukunft freue, das ist Digitalisierung. Also Digitalisierung, nicht was Victor gesagt hat in der Trainingsplanerstellung und so weiter, das ist auch ein Punkt, den muss man nochmal näher erläutern, aber Digitalisierung in der Verwaltung selber bei uns. Das heißt, wir haben für uns selber schon Papier im Prinzip vor 3 Jahren verboten, klappt nicht immer. Manche Behörden oder manche Vermieter oder so oder andere Partner schicken immer noch Papier durch die Gegend. Aber durch die Verknüpfung mit ganz, ganz vielen Programmen, hast du viel, viel weniger Verwaltungsaufwand, die Arbeit macht wesentlich mehr Spaß und es passieren viel, viel weniger Fehler. Mhm. Und was ich mir in Deutschland noch so ein bisschen wünsche, was immer besser wird, aber leider noch viel zu langsam geht, das ist die Digitalisierung in der Buchhaltung. Das heißt, es gibt ja schon die digitale Buchhaltung, da gibt es verschiedene Programme und so weiter, aber auch das ist noch viel zu umständlich. Und ich weiß, durch künstliche Intelligenz, durch KI, Digitalisierung wird noch einen entscheidenden Schritt nach vorne machen, dass du auch da vielleicht so, ich sag mal so Aufgaben, die langweilig sind, die jeden Monat wieder vorkommen, irgendwann mal automatisierst, da die Fehlerquote minimierst und viel, viel schneller bist. Ja. Das ist auch so ein Trend, der in der Fitnessbranche besonders bemerkbar ist, in anderen Branchen vielleicht noch nicht so, aber der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Eine kurze Ergänzung noch zu der Digitalisierung, dann können wir das Thema auch abschließen, was die Digitalisierung angeht. Ist Digitalisierung auf allen Ebenen gut? Ich würde sagen, nein.
Weil der Faktor Mensch, der wird immer einen sehr, sehr großen Stellenwert haben, zum Beispiel im Verkauf und diese zwischenmenschliche Beziehung. Aber was gut ist, wenn du alles das, was viel Aufwand bereitet, unter anderem auch in der Buchhaltung, dass du das alles wegdigitalisierst, damit im Prinzip trotzdem immer noch der Bezug von Mensch zu Mensch bleibt. Weil ich wünsche mir auch keine komplett digitalen Fitnessstudios, die komplett nur, also ohne Menschen funktionieren. Zumindest ein Menschentelefon muss da sein. Mhm. Ne, und deswegen ist nicht alles gut, aber das meiste. Ja. Was definitiv noch ein Trend sein wird und jetzt schon viel, viel mehr im Kommen ist, ist KI, künstliche Intelligenz. Deswegen, Thomas, hast du in deinem Bereich schon irgendwie Berührung damit oder würdest du dir vielleicht mehr künstliche Intelligenz wünschen und sagen, ist das positiv oder negativ im Jetzt und für die Zukunft? Also in meinem Bereich muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt noch nicht so viel Erfahrung oder beziehungsweise Berührungspunkte mit KI. Also man beschäftigt sich natürlich damit, aber ich sag mal aktuell, auch wenn man sich andere Branchen anschaut, gerade was so im Bereich auch Vertrieb möglich ist. Ich habe letztes Mal zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das war, gesehen, dass sobald du auf die Homepage gehst, erkennt die KI deine Nummer oder Handynummer, ich weiß nicht wodurch, und du kriegst sofort einen Anruf. Und da spricht kein Mensch mit dir, sondern ist eine künstliche Intelligenz, aber du merkst das am Ende gar nicht. Was da noch möglich ist, so und teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir das auch manchmal Angst, wenn man so Videos schaut, was vielleicht in anderen Ländern schon ja, involviert ist. Aber ich denke auch, so wie du, Valerio oder Victor vorhin gesagt hast, wird sich dadurch oder werden sich dadurch ganz, ganz viele Probleme von alleine lösen. Es ist leider heutzutage so, dass bestimmte Werte auch beim Personal nicht mehr selbstverständlich sind. Und wir hatten das vorhin schon im Gespräch gehabt, dass Personalkosten ein ganz, ganz großer Kostenfaktor sind. Und viele Fehler passieren immer, wenn Menschen dazwischen stehen. Und egal in welchem Bereich, durch die KI, bin ich mir sicher, dass man in Zukunft einige Lösungen haben wird. Ne? Genau. Victor, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen. Zum Thema Marketing. Wir hatten früher in der Marketingabteilung gefühlt 10 Leute sitzen. Jetzt macht ihr es zu dritt und das Ergebnis ist 10-mal besser. Inwiefern hilft euch KI dabei? Also im Marketing ist es auch bei uns schon sehr stark, dass man auch da mit KI arbeitet, weil zum Beispiel banales Ding, Texte erfassen. Ne? Früher hat man dafür Stunden geopfert und jetzt gibst du der KI ein bisschen Futter und die erstellt dir einen Text, was nicht bedeutet, dass der 1:1 auch veröffentlicht wird, sondern da ist auch schon im Nachhinein noch ein Mensch dabei, der so ein bisschen guckt, ob dieser Text zu uns passt. Das finde ich super, weil es darf auch nicht so rüberkommen, dass wir jetzt von 10 Leuten auf 3 reduziert haben und die anderen 7 irgendwie rausgeschmissen haben, sondern diese 7 Leute können sich wieder auf andere Dinge fokussieren. Das heißt, da ist ganz klar, gewisse Dinge werden durch KI ersetzt, aber der Mensch kann sich wieder um andere Dinge kümmern, wo es vielleicht noch keine Digitalisierung gibt und dafür sorgen, dass es auch da Digitalisierung sinkt. Deswegen auch an alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, habt keine Sorge. Klar werden gewisse Berufe dadurch wegfallen, aber es werden sich auf der anderen Seite auch neue Chancen ergeben. Und im Marketing, unter anderem Texterfassung zum Beispiel, wo man schon eine KI einsetzt, oder generell das Schalten vom Online-Marketing, ne, also die Ads, für alle, die wissen, was Ads sind, also die Werbeanzeigen, die über Instagram, über Facebook geschaltet werden. Auch da wird in diesem Verkaufsprozess zum Teil auch eine KI eingesetzt, die aber auch nur zum Vorteil des Kunden dient oder zum Interessenten, weil man dadurch viele Fehler vermeidet. Und Fehler sind immer Angriffspunkte und Unzufriedenheit eines Kunden. Und das ist halt da, wo wir auch täglich dran arbeiten, dass wir die Zufriedenheit erhöhen und die Fehlerquote minimieren. Ja, ein sehr, sehr wichtiger, interessanter Part. Ich habe heute Morgen einen Post gesehen. Was denkt ihr, was kostet ein Werbevideo für ein neues Auto? Also in dem Fall Volvo. Also Volvo bringt ein neues Auto auf den Markt und ihr kennt ja diese Fernsehspots, wo dann so ein Auto über eine Landschaft und so weiter fährt. Was denkt ihr, was kostet das für den Hersteller, so ein Video richtig hochwertig zu produzieren? Gib mal eine Schätzung ab, Thomas. 50 bis 100k.
Also auf jeden Fall sechsstellig. Also zwischen 200.000 bis 1 Million kostet ein Werbevideo. Da hat ein KI-Spezialist, eine One-Man-Show, ein Video erstellt. Ich kann euch das Video zeigen. Also sieht besser aus wie jeder Werbespot. Mhm. 400 Euro. Heftig. Ja. Das ist.